Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Death Stranding. Für mich ist ein bisschen Zeit vergangen. Und wir haben ja hier aufgehört, dass wir hier in unserem Zimmer jetzt hier sind, in dem wir ja noch ein paar Dinge tun können. Und ja, mit dem fangen wir jetzt erstmal an. Okay. Sammlung von irgendwas. Alles klar. Das hat jetzt viel gebracht. Was haben wir da? Waschbecken benutzen, duschen, Toilette benutzen im Stehen, im Bau, Toilette benutzen im Sitzen, im Bau. Ja, dann dusch dich mal. Nette Dusche. Ist vielleicht nicht so gut. Sam, hörst du mich? Ach, verdammte Scheiße. Hat man denn gar keine Privatsphäre mehr? Oh, nein. Außer natürlich beim Duschen und auf der Toilette. Du warst also gerade dabei, dich zu waschen? Gut. Komm ins Präsidialbüro, wenn du soweit bist. Sie erwartet dich. Stimmt, da war ja noch das bezüglich mit der Präsidentin, dass sie ja wieder da ist. Gute Arbeit, Sam. Vielen Dank. Bridget mag nicht mehr unter uns sein, aber ihr Vermächtnis könnte weiterleben. Sam, hör mir zu. Amerika, der Wiederaufbau. Ihr Traum ist nicht tot. Ich will das nicht hören. Das ist das Gesicht unserer neuen Hoffnung. Unseres neuen Amerikas. Amelie. Meine Mutter mag tot sein, aber ich bin hier. Und du, Sam, du bist auch hier. Ihr habt euch zuletzt vor 10 Jahren gesehen, oder? Und in all der Zeit ist sie nicht um einen Tag gealtert. Er weiß wieso. Mein Körper ist noch am Strand. Ich werde einfach nicht älter. Aber du schon, Sam. Du siehst gut aus. Dann ist es dir also ernst, alles und jeden wieder zu verbinden. Irgendwer muss Bridget nachfolgen, Sam. Vor allem muss jemand ihr Vermächtnis fortführen und unser Land wieder aufbauen. Samantha America Strand, unsere neue Präsidentin. Ein Neuanfang für unser Volk. Für unsere Nation. Unter Amelies Führung werden wir die UCA gründen, die United Cities of America. So werden wir unser Land wieder aufbauen. Aber dazu benötigen wir deine Hilfe, Sam. Mann, damit bin ich durch. Mein Abschied von Bridget war mein Abschied von euch allen. Wir haben dich nie vergessen, Sam. Du bist weggelaufen. Du hast uns verlassen. Amelie startete eine Expedition. Nur die Besten aus Bridges 1 und ging nach Westen. Ich führte sie an Kratern und GD-Gebieten vorbei. Ich habe auf sie aufgepasst, während sie nach Überlebenden suchten. Nicht ein GD hat sie übersehen. Sie sah sie schon aus der Ferne. Wir überzeugten einen Ort nach dem anderen, dem UCA beizutreten, und ließen Leute von uns zu ihrer Unterstützung da. Wir brauchten 3 Jahre,
aber wir schlugen uns bis nach Edgenot City durch. Bis zum Pazifik. Meine Güte. Ja, aber dann ging alles schief. Das Team wurde ausgelöscht und Amelie wurde entführt. Entführt? Ich bin nicht in einer Zelle oder sowas eingesperrt. Ich darf ihre Infrastruktur nutzen und mit euch sprechen, wann ich will. Nur die Stadt darf ich nicht verlassen. Das alles soll die Unabhängigkeit von Edgenot City sichern. Jedenfalls sagen das ihre Entführer. Sie wollen, dass die UCA sie in Ruhe lassen. Amelie ist ihre Versicherung für den Fall, dass wir das nicht tun. Wie heißen diese Arschlöcher nochmal? Homo Demons. Eine militante Separatistengruppe. Sie regiert Edgenot City. Ich habe von denen gehört. Ein Haufen Terroristen, den in Städten mordet und Krater hinterlässt. Genau. Die schrecken vor nichts zurück. Nicht mal vor Leere stürzen. Ihr glaubt, die stecken hinter dem Selbstmord, der Central Knot zerstört hat? Möglich wär's. Es gibt überall Extremisten wie die Demons, die heimlich etwas planen. Sie sind von Natur aus dezentralisiert. Keine Organisation hält sie zusammen. Nur die gemeinsame Ideologie. Ich weiß, dass nicht jeder unsere Zukunftsvision teilt. Wenn wir Amerikaner nicht wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit nicht. Menschen im ganzen Land habe ich die Botschaft meiner Mutter verkündet. Aber nicht jeder wollte sie hören. Nicht wenige wollten für sich bleiben. Sich lieber alleine durchschlagen. Wie du, Sam. Sie glauben, Amerika ließe sich nur gewaltsam wieder aufbauen. Durch Menschen, die ihnen etwas vorschreiben, ihnen die Freiheit nehmen und ihnen Fesseln anlegen. Und was habt ihr mir angelegt? Ihr seid nicht besser als die Demons. Bloß ein anderer Kult. Das sind keine Fesseln, Sam. Sie stehen für unsere Bindungen. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Nicht getrennt, sondern zusammen. Chirale Knoten bilden, uns verbinden. Sam, wir möchten, dass du zu Ende bringst, was Amelie begonnen hat. Die Leute, die sie zurückgelassen hat, haben viele chirale Netzwerkterminals errichtet. Aber noch sind diese Terminals isoliert. Du musst sie ans Netz anschließen. Und dafür benötigst du einen Qubit. Er enthält alle Sicherheits- und Betriebsprotokolle, um ein Terminal ins chirale Netz zu bringen. Geh mit dem Qubit nach Westen, Sam, und verbinde unsere große Nation. Und wenn du Edgenot City erreichst, finde Amelie und bring sie nach Hause. Danach werde ich Präsidentin und führe Mutters Werk fort, um das Land zu retten. Das war Bridgets letzter Wunsch. Diesen Weg werden wir weitergehen. Bitte, Sam. Wir brauchen dich. Ich bin jetzt Sam Porter Bridges. Ich bin kein Strand. Verdammt, ich bin nicht mal Teil dieser Truppe. Dafür habt ihr gesorgt. Ich komme weder zu euch, noch zu irgendwem. Nie wieder. Warte! Siehst du, als wäre ich nicht hier. So wie es immer war. Sam! Sam! Warte mal! Stopp! Hör mir zu. Amerika braucht dich. Euch beide. Die Verkabelung der Welt hat Krieg und Leid kein Ende gesetzt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn der nächste Versuch wieder scheitert. Wir drehen uns im Kreis. Verbinden, neu verbinden. So einfach ist das nicht. Schon gut, Sam. Reg dich nicht auf. Ich verstehe. Du musst jetzt noch nicht zusagen. Ruh dich erst mal aus. Gute Idee. Wir alle brauchen Schlaf. Wer den zu lange aufschiebt, tritt ganz schnell in Verbindung mit der anderen Seite. Die nötigen Wartungsarbeiten sind fertig. Du wirst von den Anpassungen und der Feinjustierung profitieren. Du kannst es wieder benutzen. Anscheinend sind Dooms und BBs hier mal eine gute Kombination.
Oder vielleicht mögt ihr beiden euch auch einfach irgendwie. Und am Anfang wollten sie das eigentlich kaputt machen. Okay, ja, dann wissen wir ja, was wir vermutlich das ganze Spiel über jetzt machen müssen. Diese Knoten da verbinden. Bis wir dann irgendwann mal bei Emily sind. Sam. Hör zu. Du bist Sam Strand. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Ich heiße Sam Porter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Du bist frei. Aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind. Guten Morgen, Sam. Also das Design von diesem Teil ist schon etwas sehr fragwürdig. Sam, hier ist Die Hardman. Ja, was ist diesmal? Du fest geschlafen. Warst wohl kaputt. Private Räume bieten alle Annehmlichkeiten. Dusche, Toilette und so weiter. Hier kannst du dich ausruhen, deine Ausrüstung überprüfen, Informationen nachlesen. Sprich einfach unser Personal an, falls du Fragen hast. Aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen um? Ja, ich wollte ja vorher duschen, aber dann... Heute zugeht. Dann hast du mich da einfach gestört. Okay, können wir das eigentlich nochmal machen? Toilette benutzen? Im Stehen? Im Sitzen? Ich kann es auch wirklich zeigen, oder? Warum? Sam, Hartman hier. Ah, oh, echt jetzt? Ich versuche, die Geheimnisse der Strände, des gestrandeten Todes und auch jene von Dooms und der Wiederkehrer zu lüften. Wenn du dich erleichterst, wird eine gewisse Menge an chiraler Materie aus deinem Körper gespült. Chirale Materie
kann die Hormonsekretion und die Nervenfunktion verschlechtern. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Belastung und der Entwicklung von Phobien, sowie in Extremfällen gewalttätigen und suizidalen Impulsen. Chiralium-Kontamination gilt seither als ein Auslöser für den Ausbruch von Dooms. Lass mich für meine Forschung bitte eine Probe deiner Ausscheidung nehmen. Damit können wir nicht invasiv deine Chiralium-Belastung und deine Gesamtgesundheit überwachen. Okay. Waffenregal ansehen. Machen wir das mal. Was gibt's jetzt hier so Schönes? Hallo. Wir kennen uns doch. Alter, kommt das jetzt überall? Ich bin bereit für Lieferungen sowie Instandhaltung und Reparaturen. Schön, dass du an Bord bist. Habe ich mich schon vorgestellt? Ich bin Mama. Das da sind Packseile. Die dienen übrigens nicht dem Verpacken, sondern auch der Identifikation. Sieh sie dir genauer an, dann verstehst du es. Siehst du das Rot dort? Das ist Blut. Aha. Okay. Was ist das jetzt? So. Sam, hier ist der. Oh, oh Mann. Ich habe dein BB mit den physiologischen Daten kalibriert, die wir über dich gesammelt haben. Es ist trotzdem nur eine gute Schätzung. Wenn du draußen warst, können wir prüfen, ob ihr synchron seid und die BB-Sensitivität nach Bedarf anpassen. Okay. BB beruhigen. Machen wir das mal. Okay, ja, dann haben wir das auch gesehen. Sieht glücklich aus. Sonst noch irgendwas? Tisch ansehen. Okay, mal auch trinken. Ich glaube, in irgendeiner Version vom Spiel war da Monster Energy Drink. So als dezente Schleichwerbung. Oh Mann. Okay. Ausdauer um 10% erhöht. Kann bis zu 25 erhöht werden. Okay. So, Terminal. An dem Terminal dort kannst du in der Bridges-Datenbank nach einer Vielzahl von Themen suchen. Du hast nicht auf alles Zugriff, aber du wirst trotzdem genügend Informatives finden. Aha. Okay, bereite dich auf eine Lieferung vor. Ja, gut. Ich wäre dann eigentlich mal fertig. Waffenregal, Ausrüstungsregal. Was gibt's denn da noch Schönes? Und der nächste Anruf. Entfernt alle Chiralium-Rückstände an deinem Anzug. Apropos Anzüge, das Lieferpersonal trägt blaue, das medizinische Personal rote, die Leichenentsorgung orangefarbene und das Sicherheitspersonal. Gut, ja, wie komme ich jetzt hier weiter? Oder muss ich da jetzt wirklich die eine Clue-Sache da machen? Bitte benutzen, im Sitzen. Hab ich, war das letzte Mal im Sitzen oder im Stehen? Nochmal im Sitzen. Das muss ich mir jetzt aber nicht geben, das können wir überspringen. Figuren anziehen. Waschbecken. Okay. Hauptsache Bibi hat's geliked. Oh Mann. Okay, gut. Ja, ich möchte jetzt eigentlich hier raus. Duschen will ich nicht. Aber Moment mal, hier. Wartenraum verlassen. Ja, war ja klar. Und? Hast du schon darüber nachgedacht? Bis oben hin voll mit Chiralium, aber ungefährlich für euch Dooms-Jungs. Das ist alles, was man braucht, um die Welt wieder zu verbinden. Um uns wieder zu vereinen.
Ich bin ein Bote. Verbinden ist nicht meine Aufgabe. Oder Knoten machen. Aber ich tue, was zu tun ist, um Amelie zu helfen. Zu, Sam. Die Terminals, die Amelies Leute in den Orten aufgestellt haben, die sie auf dem Weg nach Westen passiert haben, nennt man Knoten. Die Infrastruktur ist vorhanden, aber das chirale Netzwerk ist offline. Im Moment kann es nur Sprachmitteilungen übermitteln. Teils über Leitungen, teils drahtlos. Und nur kleine Datenmengen. Deshalb benötigen unsere Chiralogramme lokal gespeicherte Daten. Amelie und die anderen Bridges-Mitglieder, die du gesehen hast, sind alle mit lokalen Daten erzeugte Hologramme, falls du das nicht weißt. Du musst nur den Knoten finden, deinen Cupid verbinden und die chirale Kommunikation online bringen. Sobald du ihn mit dem Terminal verbindest, kannst du eine große, zeitlose Datenübertragung mit dem UCA-Netzwerk einleiten. Und so verbindest du uns nicht nur untereinander, sondern auch mit unserer Vergangenheit. All die verlorenen und fragmentierten Daten werden gesammelt und wiederhergestellt. So, als ob man einem Dinosaurierfossil neues Leben einhaucht. Milliarden Jahre Erdgeschichte, all die Weisheit und das Wissen, das uns seit dem gestrandeten Tod verloren ging, erlangen wir zurück. Und so, mein Freund, werden wir ihn besiegen. Sobald du die chirale Kommunikation hergestellt hast, können auch Hologramme erzeugt werden. Außerdem kannst du dann chirale Drucker nutzen. Schon bald werden wir dazu in der Lage sein, alle möglichen Dinge zu senden. Außer ursprünglichen Ding. Oder Ding mit einer Seele. Nichts Echtes. Nur Kopien. Stimmt. Deshalb werden wir weiterhin Boten wie dich brauchen. Vor und nach der Wiedervereinigung benötigen wir Mittelsmänner. Keine Ruhe für die Gottlosen. Tja, Müßiggang ist kaum einem vergönnt. Die Einzelheiten kriegst du am Versandterminal. Du findest es im Obergeschoss. Da wartet auch die Fracht. Diese Stiefel haben einige Kilometer hinter sich. Soll ich sie entsorgen? Halt. Warte mal. Du musst etwas für mich untersuchen. Mein Blut scheint diese Dinge abzustoßen. Das ist mehrmals passiert. Abzustoßen? Wie meinst du das? Keine Ahnung. Du hast mir doch Blut abgenommen. Sag du es mir. Okay. Ich schau mal, was ich tun kann.
Jetzt ist halt schon mal original eine halbe Stunde vergangen. Und wirklich, gespielt habe ich noch gar nicht. Aber cool inszeniert, das muss ich schon sagen. Das ist mal viel wert, dass dann auch gut erzählt wird. So. Ja, natürlich. Neben der Hauptaufgabe Postbote spielen. Terminal aktivieren. Sam, hier ist Die Hard Man. Dein aktuelles Ziel ist es, das chirale Netzwerk von hier nach Broadmoor City auszuweiten. Aber das geht leider nicht auf direktem Weg. Dafür ist das Signal zu schwach. Um die Entfernung zu überbrücken, brauchen wir Knoten. Stell dir vor, du verknotest Seile, um ein längeres Seil zu machen. Der erste Knoten ist ein Bridges-Wegposten. Wirf mal einen Blick auf den Auftrag. Liefere, was gebraucht wird und verbinde den Qubit. So machen wir das. Okay. Aufträge liefern, privater Sprint in privaten... Lege Gegenstände in einen privaten Spind ab. Okay. Alles klar. Aufträge annehmen. Aufträge für Sam. Das scheint jetzt ja nicht so weit entfernt zu sein. Ja. Sam, Auftragsübersichten können entscheidende Informationen enthalten. Sieh sie dir an, bevor du dich auf den Weg machst. Okay, die Menge und Größe der zum Haft gehörten Fracht wird auch im Unterbildschirm angezeigt. Fracht ist dann weniger als 50% entscheidend. Zu liefernde Fracht, Vorräte, Leiter, Retter. Ja, keine Ahnung. Denke mal, das passt schon. Annehmen. Ja, fertig. Alles zum Rücknung anzubefestigen, in der Hand tragen. Bestätigen. Sam. Tja, für diesen Auftrag bekommst du etwas Seil und eine Leiter. Damit okay. Solltest du steile Anstiege bewältigen. Und wenn du einen Fluss überqueren musst, taugt die Leiter auch als Brücke. Vermutlich überlegst du gerade. Ja, okay. Bestätigen. Auf dem Rücken legen. Wo kann ich da wechseln? Wie kann ich da noch... Ach so. Ja, ich würde sagen... bestätigen. Warte mal. Alles. Alles umladen? Auf dem Rücken. Alles auf dem Rücken. Ja. Wird schon passen, denke ich mal. Aufbrechen. Yes. Oh. Okay. Ja, das glaube ich wird nur spannend, wenn wir mehr haben und dann mit dem Gleichgewicht. Liebe Leute. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder für euch da. Okay, da wäre ich auch wieder da. Und ich habe kurz zwischenzeitlich die Route geplant. Hier unten waren wir ja das letzte Mal. Und ich würde sagen, wir gehen einfach hier so an der Küste entlang. Dann hier bei dem Bach ein bisschen hier nach oben. Und dann querfeldein da rein. Ich glaube, das sollte machbar sein. Ja dann, Abmarsch. Scan wird gestartet. Eine angenehme Reise. Dankeschön. Wird schon schief gehen. Warum unsere Stiefel haben eine Gesundheitsanzeige? Okay. Hast du die Ausrüstung dreifach geprüft? Ich denke, ja, warum machst du es nicht? Ja, ich gehe mal weg. Na gut. Weg hier. Danke schön. Sam, siehst du das Schild dort drüben? Welches Schild? Kannst du auch selbst welche aufstellen. Mit Nachrichten, Warnungen, ermutigenden Worten, was dir gerade einfällt. Ihr drückt halt ein Schild aufstellen. Kannst du nutzen, um andere Boten Informationen mitzuteilen. Möchte ich das? Warte mal. So?
Und Schild aufstellen. Achtung. Ah, GDs, Muse. Ah, okay, so macht das dann natürlich Sinn. Na gut, wir laufen. Ich denke, man sollte mal nicht so weit weg sein. Ja, was denn? Selbst die besten Boten verlieren mal ihre Fracht. Aber aha, du bist besser als die Besten. Du kannst beenden, was sie begonnen haben. Wenn du auf herrenlose Sendungen stößt, solltest du darüber nachdenken, sie an den gewünschten Zielort zu bringen. Das ist leichter, als du vielleicht denkst. Für eine leichte Nachverfolgung tragen nämlich alle unsere Pakete Bridges-IDs. Und dein Odradek verfügt über einen Scanner, der besagte IDs auslesen kann. Kurz gesagt, das Teil an deiner Schulter kann dir dabei helfen, verschollene Sendungen aufzuspüren. Okay. Das war's, machen wir mal. Scheint aber nichts in der Gegend zu sein. Vergiss nicht, Sam. Jedes Paket ist ein Versprechen an einen Menschen in Not. Und sie zählen darauf, dass du lieferst. Tierchen. Was mich nicht töten will. Aber ein bisschen mehr. Vielleicht gar nicht mal so doof. Oh, Leute. Sam. Eine gut platzierte Leiter bringt dich sicher über die meisten Flüsse. Probier mal die aus, die wir dir gegeben haben. Ich will aber noch nicht. Oh, Scheiße. Sam, oh, was ist da hinten? Zeitregen beschädigt Frachtbehälter, wenn diese ihm länger ausgesetzt sind. Setz dich dem Regen nicht länger aus als unbedingt nötig. Ja, du bist gut. Was ist das? Terminal aktivieren. Terminal. Warte. Okay. So, ja, das mit dem Regen ist jetzt blöd, ne? Komm, ich hab da nirgendwo unterstellen. Müssen wir halt schneller machen. Ja, sehr geil. Was ist jetzt? Oh! Warte mal. Capital Knot. Was ist da los? Was? Och, nee. GDs, wenn du mit Baby verbunden bist, richte dein Unterdeck auf das nächste GD innerhalb eines bestimmten Reichweite der Scans, mit dem nach GDs werden, außerhalb der Sprache GD. Sie ist halt nicht. Da ist eine verlorene Fracht. An den Rücken tragen. Was? Oh, da. Und da auch. Oh, Scheiße. Na, voll super. Müsste doch eigentlich da runter. Oh no, scheiße. Nein. Scheiße. Alla. Nein.
Ist mir jetzt egal, das ist nur verlorene Fracht. Lauf, 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 lauf. Ah, so eine Scheiße. Schnell weg hier. Ah. Ach nee, bitte nicht. Oh, Gott sei Dank. An all dem ist der gestrandete Tod schuld. An den Gaffern, am Fall Amerikas, an allem. Er hat die Welt bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Die Menschheit drängelte sich wie Ratten, die ein sinkendes Schiff verlassen. Aber wir können nirgendwo sonst hin. Dieses Leben hat keine Zukunft. Wenn wir überleben wollen, müssen wir einen anderen Weg finden. Einen Weg, die GDs, den gestrandeten Tod, diesen ganzen Mist zu überwinden. Wie kommen wir da am besten drauf? Ich muss erstmal hier irgendwie rüberkommen. Hältst du das aus? Warte mal, Geländescanner. Was ist? Gelb ist nicht so geil. Capital Not City. Lass uns mal nach da hinten gehen. Ist das was von mir oder? Nee, das ist jetzt wieder. Volle Fracht, Ersatzsache. Capital Not City. Moment. Capital Not City. Ja, das ist das hier. Gut. Mal den Rücken nehmen. Maximales Frachtgewicht beinahe. Oh, Scheiße. Und damit jetzt durchs Wasser. Da komme ich gar nicht rüber. Ah, doch, da hinten vielleicht. Alter. Komm, du schaffst es. Jetzt da bitte irgendwie rauf. Wenn möglich. Klettern. So, mitnehmen. Rechts der Hand. Ja, komm, mach. Komm. Komm jetzt. Dann halt zu. Ja, okay, dann lassen wir es halt. Oh, 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 oh. Auf jeden Fall. Ja, kannst du... Ach nee, wir gehen da. Komm, komm, komm. Nein, 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 nein. Ja, klettern. Gut. Rauf hier. Komm, jetzt stell dich nicht so an. Wir haben es gar nicht mehr so weit. Yes. Aufpassen, aufpassen. Jetzt war es eigentlich irgendwie spannend vorgestellt, aber okay. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Fracht. Dankeschön. Vielen Dank. Moin. Hätte was? Liefern. Ach, scheiße, falscher Button. Einmal das liefern. Angeforderte Fracht liefern. Verloren haben wir nix. Also für da. Okay. Ja, gut. Also länger gedrückt halt. Fracht wird geliefert. Danke. Wir alle spüren den Verlust von Central North City. Keiner wusste, was das für die Organisation bedeuten würde. Oder für die UCA. Oder für uns.
Aber das Oxytocin wird den Stress lindern und helfen. Schon bald sind wir wieder auf Kurs. Lass mal sehen. Großartig. Danke nochmal. Wie es scheint, ist alles intakt. Und unser Wegposten hoffentlich auch bald. Neues. Das mache ich eigentlich alles nicht. Weniger 50% Schaden. Okay, neue Lieferroute. Alles klar. 159 Daumen. Verbindungsstufe. Okay, muss das da auf maximal? Nee, das muss ich jetzt auch nicht unbedingt sehen. Okay. Komm, weiter. Du gehörst zum zweiten Team, oder? Wo sind die anderen? Tot. Beim Lehrersturz gestorben. Im Ernst? Die Explosion hat sie alle erwischt? Und jetzt haben sie dich alleine losgeschickt? Wäre es bloß eine Lieferung, wäre es eine Sache. Boten kommen ja ab und dann vorbei, aber... Das zweite Team sollte den Cupid mitbringen und uns vernetzen. Seit 3 Jahren warten wir auf Hilfe. Seit 3 Jahren. Und sie schicken uns einen Mann? Scheiße. Hast du wenigstens mehr als das Oxy dabei? Ja, den Cupid. Du... Wirklich? Also stimmt es? Er funktioniert endlich. Tja, dann bist du vielleicht die Antwort auf meine Gebete. Worauf wartest du noch? Schließ uns ans Netz an. Okay, das war jetzt irgendwie nicht so spektakulär wie gedacht. Neuer Strang verknüpft. Gut, sie haben den Zugriffswegposten Messelfunk, aber das wird jetzt der UCA beigetreten. Also kannst du den TCK-folgenden Konstruktion errichten. Briefkasten. Lieferdämmers wurden neue Optionen, sie wurden Ausrüstung herstellen, liefern, verlorene Fracht liefern. Gemeinschaftskasten, Waffen und Ausrüstung spenden, Fracht nehmen. Aha. Okay, da sind wir jetzt mehrere Leitern da hier schon mal. Dieser Bereich ist jetzt mit dem geralen Netzwerk verbunden, deshalb kannst du die von anderen Spielern nach Konstruktion und so weiter sehen. Ah. Gut, war's das? Verbindung mit Capital Not City bestätigt. Es passiert wirklich, wie Amelie versprochen hat. Endlich können wir das tun, weshalb wir hier sind. Hey, du gehst nach Westen, oder? Viele Leute werden froh sein, dich zu sehen. Wahrscheinlich gehst du bis zur Küste, oder? Was bedeutet, dass du Amelie persönlich treffen wirst? Oh, das ist ja mal was. Das ist wirklich etwas. Ich habe sie nie kennengelernt. Ich habe während der ersten Expedition nur ihre Holo-Nachrichten gesehen. Naja, egal. Gib unterwegs auf dich Acht. Da draußen treiben sich miese Typen rum. Mehr als gute, sagen manche. Aber das weißt du ja selbst. Vielen Dank, Sam. Jetzt, da dieser Wegposten im chiralen Netzwerk ist, haben wir hier in Capital Not City endlich direkten Kontakt zu ihm. Ja. Und jetzt? Westlich des Wegpostens stehen Bauten, die unsere letzte Expedition errichtet hat. Und jenseits davon liegt dein nächstes Ziel, Port Not City. Die Stadt liegt am Ufer eines vom ersten Lehresturz geschaffenen Kratersees. Dein Ziel ist es, Port und Capital Not zu verbinden. Doch dazu musst du unsere Anlagen als zusätzliche Wegposten nutzen. Sie sind für die Herstellung einer stabilen Verbindung nötig. Aufgrund der großen Distanz. Wir wollen ein Verteilerzentrum und ein Windkraftwerk benutzen. Und als erstes solltest du das Verteilerzentrum aufsuchen. Dorthin muss sowieso etwas Fracht geliefert werden. Nimm die Fracht am Lieferterminal in Empfang. Ja, okay, aber ich muss ja. Muss ich da nach Not City das komische Etwas da oben noch hinbringen? Hat es da einen Auftrag auch für dahin noch? Mal kurz gucken. Deine harte Arbeit zahlt sich aus, Sam. Ausrüstung herstellen. Das sollte nützlich sein. Ja, okay.
Gucken wir doch mal ganz kurz, was kann man da so machen? Leiter. Ach, dieser. Sam, mit diesem TCK kannst du einen Briefkasten bauen. Will ich jetzt aber erstmal gar nicht. Hat's auch. Okay, Werkzeug, das gleiche. So, Gemeinschaftskasten. Was ist hier so? Sam, über Gemeinschaftskästen. Alter, nein, ich will nicht, dass du jetzt wegen jedem Blödsinn da irgendwas quatscht. Sende anderen Spielern Waffen, Ausrüstung und Materialfracht. Nehmen, nehmen von anderen Spielen gesendete Fracht an dich. Gut, da ist tatsächlich was drin. Okay. Zurück liefern. Verlorene Fracht. Gute Arbeit, Sam. Wie ich sehe, hast du verlorene Fracht dabei. Du kannst sie hier zur Verarbeitung einreichen. Wenn du unterwegs mehr verlorene Fracht findest und sie nicht selbst ausliefern kannst, deponiere sie doch in einem Lager. Dort sind sie in Sicherheit, bis ein anderer Bote vorbeikommt und sie ausliefert. Ah, das geht auch. Selbst wenn sie bis zur Auslieferung noch durch ein Dutzend Hände geht, weißt du, dass du deinen Teil beigetragen hast. Okay. Verlorene Fracht anvertrauen und lagern. Wenn du verlorene Fracht zu einer Einrichtung gebracht wird, die nicht der Zielort entspricht, folge zu den Wahlen anvertrauen und lagern. Reiche die Fracht bei der Einrichtung ein, vertraue die Lieferung einen anderen Spieler an und gib den. Ja, das muss nach Capital Not City eigentlich. Okay, Aufträge annehmen. Hat's was für Capital Not City? Baubriefkasten. Bestätigen. Okay. Ich muss mir die Bauern vorgesehenen Bauplatz einen Briefkasten. Okay, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode, den Briefkasten, und dann gehen wir weiter nach unten. Ich werde erstmal off-cam wieder zur Capital North City zurückgehen, diese verlorene Fracht da hinbringen und dann gehe ich wieder hier zurück. So ungefähr mein Plan. Wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr sogar Kanalmitglied werden. Seht ihr die Folgen schon im Vorhinein. Bis dahin, bleibt gesund. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.